Hallo, heute habe ich mal meine Schminksammlung für euch. Ich habe mir gedacht, ich drehe mal so eine Art Mini-Schminksammlung, weil ich finde wirklich nicht vieles und klar sind auch unnötige Sachen dabei. Aber ich hatte da einfach Bock drauf und deswegen mache ich das jetzt und wir fangen gleich mal an. Und zwar ist das hier mein Schminktisch. Der ist von IKEA. Mir fällt aber gerade eben nicht ein, wie er heißt. Und hier oben hängen meine Nagellacke, aber dazu möchte ich ein extra Video machen, weil das würde sonst den Rahmen komplett sprengen. Und dann fange ich einfach mal an. Der Spiegel hier ist von keine Ahnung wo, aber der hat halt auch so eine vergrößernde Seite. Die Lampe verwende ich immer, um mich zu schminken. Oder auch um meine Nägel zu lackieren. Die haben wir, glaube ich, mal bei Poco Domene gekauft. Und hier hinten sind dann einmal Nagellackentferner, weil ich ja hier meine Nägel auch mache. Und ein paar meiner Nagellacke. Das Regal hat mir der Freund von meiner Mama gebastelt. Der macht total gern Sachen aus Holz. Und ich habe mal aus Spaß gesagt, mach mir doch mal ein Nagellackregal. Und dann kam das hier dabei rum. Hier stehen jetzt hauptsächlich Catrice Nagellacke, das sind auch mit meine Liebsten. Einer von P2, das ist der von meiner DM Haul Challenge. Und so Unterlacke und Überlacke. Hier habe ich mir ein paar Wattepads hingelegt. Einfach weil man die halt auch ab und zu mal braucht. Und dann geht es gleich hier drüben weiter. Und zwar habe ich hier zwei Fixing Sprays. Wobei ich das von Catrice jetzt im Moment eher als Primer verwende, weil dafür ist es ja auch gedacht. Hier hinten sind die ganzen Sachen aus meinem Aufbrauchprojekt. Wer das nicht kennt, ich verlinke es mal oben in der Infocard. Da habe ich hier eine Douglas-Palette für die Augen, also Eyeshadow-Palette. Meine liebste Konturierungspalette von Catrice. Es war aber leider nur eine LE. Dann das Perfect Match Puder von L'Oreal. Oder hat sich was anderes mit eingeschlichen? Eine Eyeshadow Base. Meine Foundation von Catrice. Der wunderschöne Blush von Milani. Das ist die 05 Luminoso. Eigentlich könnt ihr euch ja die ganzen Produkte auch in dem Aufbrauchprojekt angucken. Weil ich glaube, sonst wird das Video viel zu lange. Ein paar Nagellacke. Ja. Und es steht halt hier hinten, damit ich auch immer schön dran denke, die Produkte zu verwenden. Dann habe ich hier eine Tasse mit meinen Pinseln. Ich habe hier so ein... Wie nennt man das jetzt? Das ist eigentlich für die Haare, dass man sich einen Dutt machen kann. Und zwar habe ich das, glaube ich, mal bei Ebrus Beauty Lodge gesehen, da hängt ein Haar dran, dass man da so seine Pinsel auspudern kann. Und deswegen habe ich den da dran, wenn ich jetzt meine Augen mal schminke und ich zum Beispiel den Blendepinsel mit was Hellerem verwenden möchte, dann mache ich einfach so. Ob das was bringt, keine Ahnung, aber ich mache es. Und da sind dann auch meine meisten Pinsel drin. Der ist jetzt von Rossmann, For Your Beauty. Aber sagen wir mal, die meisten sind von BH Cosmetics. Und die finde ich auch wirklich richtig, richtig gut. Was ist denn das? Ein Rouge-Pinsel von Ebelin. Das war mal eine LE. Habe ich aber noch nie benutzt. Ja. Den hier, der war ja auch eine LE, den finde ich total gut zum Konturieren. Den verwende ich auch immer in Kombination mit dem. Also ich trage hiermit das Produkt auf und verblende es dann mit dem hier. Ja, und manche Pinsel kauft man halt, weil man denkt, man verwendet sie, wie zum Beispiel den hier. Und der ist noch in der Verpackung. Ja, Essenzpinsel sind auch dabei. Ebelin Pinsel.
Und da ich eh immer das gleiche schminke, muss ich die nicht so oft sauber machen. Das ist ganz praktisch. Dann habe ich hier so ein Gefäß von IKEA. Da habe ich jetzt nur Augenprodukte drin. Und zwar ganz viele Mascaras. Am liebsten verwende ich aber die beiden hier. Die möchte ich leer bekommen, aber die ist so klumpig. Und ich sehe gerade, dass es nicht im Fokus ist. Die klumpt immer so sehr. Entschuldigung. Dann einen Highlighting-Stift für unter die Augenbrauen. Wimpernzange. Ah, der Augenbrauenstift ist richtig gut. Der ist von Catrice Slimatic. Der ist richtig schön. Der hat so eine feine Spitze. Also den kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, und dann Concealer, Kajalstifte. Augenbrauenpuder. Das ist mir mal runtergefallen, deswegen ist die eine Seite leer. Augenbrauengele. Alles für die Augen sozusagen. Dann ist hier natürlich auch noch mein Make-up-Ei und das kleine für Concealer. Und nochmal ein Behälter von IKEA. Mit Lippenprodukten. Oh, und da ist auch noch ein Concealer. Das ist der von Essence. Den finde ich echt gut. Oh, da hat sich noch ein Kajal eingeschlichen. Nicht so schlimm. Das ist ein... wie nennt man das jetzt? So ein Lippenumrandungspinsel. Eine Nagelschere. Und so meine liebsten Lippenprodukte. Das ist so ein Peelingstift. Das war mal eine LE von Trend It Up. Der hier von P2, der sieht richtig schön aus. Aber ich vermische alle meine Lippenstifte oder Lippenprodukte mische ich meistens mit dem hier drunter. Und zwar ist der von Kiko. Und den verwende ich immer als Untergrund und mache dann die anderen Farben drüber. Der ist von Catrice. Den kennt bestimmt auch jeder von NYX, die Creme Brûlée. Und der ist auch von Catrice. Und mir sind die meisten Farben einfach für mich selber. Oh, da ist auch noch ein Kajal. Die meisten Farben sind mir einfach zu dunkel. Deswegen mische ich die eben immer mit der hier. Oder auch zu knallig. Und ich finde, dann sind die nicht mehr ganz so knallig. Dann geht es weiter mit dem ersten Fach im Schminktisch. Und zwar ist das hier so ein Klappfach mit einem Spiegel. Den verwende ich aber nie, weil der mir zu niedrig ist. Und dann kann man hier schon sehen, hier hinten habe ich mir mal falsche Wimpern gekauft. Ich war aber zu doof dafür und ich denke, da braucht man auch einfach die Ruhe dazu. Die sind von Ardell Natural. Ah, scheiß drauf. Ja, irgendwann werde ich es schon nochmal probieren. Dann habe ich hier, ich weiß gar nicht mehr, woher ich das habe, so ein komisches Schminkteil. Und ich habe das einfach mal aufgehoben, so als Erinnerung. Und vielleicht kann man ja mit der einen oder anderen Farbe auch mal was anfangen, weil Puderprodukte werden ja meistens nicht kaputt. Ich weiß gar nicht, woher das ist. Also keine Ahnung. Dann habe ich hier, also es hat keine Ordnung, ein Blush von Catrice aus dieser Cinderella LE. Noch nie verwendet, habe ich nur gekauft, weil Cinderella drauf ist. Ein mattes Puder.
von Essence, das kennt auch jeder, glaube ich. Ein Schimmerpuder. Das war aus der Ice Ice Baby LE von Essence. Das habe ich nur gekauft, weil ich es schön fand. Jetzt sieht man gar nichts. So, dann geht's weiter. Hier habe ich so einen Multi-Effekt Blush von Catrice. Das habe ich auch noch nie verwendet. Und noch eins von Essence. Das war mal in so einem Nikolaus-Strumpf drin von Essence. Die hatten da eine Aktion. Und ja, da war ich dort. Dann habe ich mir diese Schimmerperlen hier gekauft. Und zwar sind die von Essence. Und ich glaube, die rochen auch sehr gut. Ja, die haben so süßlich gerochen. Habe ich aber auch noch nie verwendet. Aber schimmern ganz schön. Das meiste sind halt immer so LE-Produkte, die ich unbedingt haben wollte. Hier ein Highlighter von Catrice. Sieht man auch nichts. War das eine LE? Ja, das war auch eine Limited Edition. Dann habe ich noch etwas aufgehoben. Na, bleibt das stehen hier. Und zwar war das eines meiner ersten Lidschatten-Dinger. Wie nennt man das jetzt so? So ein Duo. Hier war ein weißer drin. Und hier eben der. Das habe ich einfach als Erinnerung aufgehoben. Ich kann mal gar nicht mehr lesen, weil von wo das ist. Es ist auch total abgegrabbelt. Also, naja, sieht schon sehr eklig aus, aber ich habe es als Erinnerung aufgehoben. Dann ein Blush von Catrice. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr im Sortiment. Das war so ein reduzierter Artikel. Und nochmal Lidschatten, auch von Catrice, so eine Smoky Eye Palette. Habe ich, glaube ich, nie verwendet. Und eine Konturpalette. Die ist von Reval de Loup, die war in meiner Rossmann Box. Ja, sollte ich mich mal endlich dran trauen, aber habe ja noch Zeit. Dann in dem Fach hier habe ich ein paar Nagellacke drin stehen hier oben, die einfach nicht mehr in meine Nagellackkiste gepasst haben. Ich tue mal näher ran. Und hier in dem Fach, oh, da ist noch was von P2. So ein Bronzer. Ja, am Bronzer habe ich mich noch nie getraut. Und dann sind hier noch weitere Lippenprodukte von Essence. Noch mehr. Das ist irgendwas für die Augen. Ein Lash Booster. Das ist, glaube ich, so ein Wimpernserum. Ja. Vielleicht sollte ich mir das mal rauslegen. Ja, das stelle ich gleich mal hier oben hin. Dann versuche ich es mal zu verwenden. So Concealer, die ich auch in meinem Aufbrauchprojekt habe. Die sind von Happy 2, das war mal von P2, das war mal eine LE. Und die werde ich jetzt alle nach und nach aufbrauchen. Ein Anti-Rotstift von Essence, Ufertrum. Ja. Lipgloss. Was ist das? Ein Liquid Liner, Mascara, das ist, glaube ich, irgend so ein Eyeshadow-Ding. Ja, noch mehr Lippenstifte, Eyeliner und Augenprodukte. Und hier drüben, in diesem länglichen Fach, habe ich ein Backup von dem
Essence Fixing Spray. Da ist aber auch der Sprühkopf etwas kaputt, also ich verwende jetzt das und dann muss ich die Sprühköpfe tauschen. Dann war mal in einer Zeitschrift so ein Lippenstift von Chanel. Ja, verwende ich aber nie. Eine, jetzt kriege ich es nicht raus, eine Essence Eyeshadow Palette. Da hat Philipp mal reingekrabbelt. Ja, sollte ich vielleicht auch mal verwenden. Aber ich habe ja mein Aufbrauchprojekt und ja. Dann gab es ja diese W7 Produkte, die total in waren. Und da habe ich einmal diesen Honolulu Bronzer und dieses Blush. Aber ich wollte damit konturieren, nur das steht mir nicht. Deswegen lasse ich es. Ups, jetzt wieder reingefallen. Und der sieht so. Oder ist noch die Folie drauf, darum spiegelt es. Ist halt so ein Mosaik. Dann habe ich hier nochmal zwei Lidschatten. Nein. Der war auch reduziert und der ist ja total auch bekannt gewesen. Charlie Brown hieß der. Ja, und der war so schön und ist mir runtergefallen. Und jetzt sieht er nicht mehr so schön aus, aber egal. Dann was für die Lippen. Aber das benutze ich nie, also ja. Und einmal so Camouflage-Teilchen von Essence. Das war auch in diesem Nikolaus-Strumpf drin. Habe ich aber auch noch nie verwendet. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und dann kommen wir zu nochmal Lidschattenpaletten. Und zwar sind es die, die es alle von Essence gab. Ich lege die mal da so drauf. Und zwar einmal die Absolute Bright. Die habe ich alle noch nie verwendet. Eigentlich schade drum. Aber ich möchte sie nicht verwenden, weil ich nicht reinfassen will. Total bescheuert, ich weiß. Aber wunderschöne Farben. Dann die Absolute Rose. Ich kriege sie nicht auf. Ja, auch schöne Farben. Aber ich möchte halt nicht reinfassen. Die Absolute Matte. Bis ich die bekommen habe, das war was. Die war so schnell immer vergriffen, das weiß ich noch. Aber es sind schöne Farben. Und zum Schluss noch die Absolute Nude. Die habe ich auch ein paar Mal verwendet. Sieht man an den Farben hier. Kann ich das irgendwie in der Kamera? Nee, sieht man es leider nicht. Ja. Und dann habe ich noch von W7... diese Dupes zu den Naked Paletten. Einmal die in the Buff. Auch noch original. Die waren da spottbillig. Ich glaube alle drei 8 Euro oder so. Und darum habe ich mir die gekauft. In the Nude. Auch wunderschöne Farben. Ich glaube, brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Und die In the Night. Ja. Aber an die Sachen gehe ich meistens gar nicht ran aus dem Fach. Das sind eher so Sammlerstücke, hätte ich jetzt was gesagt. Oder Dinge, an die ich mich nicht rantraue. Oder habe ich einen Lidschatten vergessen von Reval de Loupe. Der war mal in irgendeiner Box drin. Ja. Ich räume das Ganze mal wieder ein. Und zum Schluss dann noch diese Schublade hier. Da sind immer Sachen drin, die ich auch gerne verwende und griffbereit haben möchte. Zum Beispiel diese von der Get Picture Ready LE. Ich finde die Creme total gut. Ich mag die. Die ist so angenehm weich und ja.
eine sehr gute Creme. Schade, dass es eine LE war. Mein liebster Highlighter, das ist der von Trend It Up. Diese Perlen. Ich benutze nur noch den. Ich finde den so schön. Habe ich, glaube ich, mal in einem DM-Haul oder so gezeigt. Dann ein altes Make-up-Ei. Das könnte ich eigentlich wegschmeißen. Haargummis. Ein Blush. Der war auch mal in einer Rossmann-Box drin. Genauso wie das hier. Habe ich auch eine Zeit verwendet. Sieht man in der Kamera nicht. Aber ich vergesse es immer. Obwohl ich es extra schon hier in der Schublade drin habe. Dann diese zwei Nagelteile von Essence sind hier drin. Der ist wunderschön, den hatte ich schon mal drauf. Der Highlighter von Alverde. Ich finde den aber immer nicht so schön. Mein Colorista Grauspray. Da müsste ich mich jetzt auch endlich mal dran trauen. Ja, Eyeshadow Base, Nagelzeug. Hier oben sind dann noch Sachen, die ich plane aufzubrauchen. Meine alte Wimpernzange, eine Haarbürste. Ein Pinselreiniger. So Dinger hier, die habe ich mal bei Primark gekauft. Aber ich benutze die irgendwie nie. Ein Gesichtsöl, wenn ich ganz, ganz schlimm trockene Haut habe, verwende ich das noch vorm Schminken. Finde ich eigentlich keine schlechte Sache. Und hier in dem kleinen Körbchen sind nochmal Wimpernpuschen und andere Augenprodukte, Concealer, Lippenprodukte und Pröbchen drin. Was ich halt mal... Oh, da hinten habe ich noch was vergessen. Was ich halt mal aufbrauchen möchte, so... Drum, eigentlich will ich auch nicht so viel kaufen, aber manche Sachen sammelt man halt, wie zum Beispiel diese Glitzer-Wimperntuschen. Da habe ich sogar zwei Stück und das ist halt so ein Glitzi-Glitzi. Ist halt wunderschön, wenn es fokussieren würde. Glitzer. Ich finde halt zu Silvester sieht das richtig toll aus. Ja, oder mal Sachen, die man dachte, so, oh, das brauche ich unbedingt. Aber manche sammeln Briefmarken, ich sammle halt Nagellack und Schminke. Hier ist noch dieser Cushion Eyeliner, den ich mal probieren möchte. Die Pinsel kamen auch schon, aber ich habe mich noch nicht getraut. Und einer von Maybelline. Den hatte ich damals benutzt, aber ja, ich bin nicht sehr gut drin und deswegen mache ich es nicht und traue mich immer nicht. Dann kann ich hier nochmal zeigen. Hier drüben steht im Moment noch meine DM-Lieblinge-Box. Ich will aber eigentlich, hier hängen eigentlich auch immer meine Wattepads an dem Nagel, aber ich finde, das sieht nicht so schön aus. Und hier, wo jetzt das Regal steht, hätte ich gerne noch ein kleines Regal rein für meine Nagellacke. Aber ich habe noch nicht das Richtige gefunden. Und so lang ist es halt jetzt noch so. Da steht jetzt ein anderes Regal, das soll woanders vielleicht noch hin und hoch. Ja, aber das ist so mein Schminktisch. Es ist nicht viel, aber ich finde, es reicht. Ja, und es war dann auch schon meine Schminksammlung. Es ist... nicht viel im Vergleich vielleicht zu anderen Schminksammlungen. Ich finde aber, es ist auch wieder zu viel, um es in meinem Leben irgendwann aufzubrauchen. Aber es gibt halt einfach so Dinge, die man einfach gerne haben möchte. Vor allem, wenn sie aus dem Sortiment genommen werden, weil man es ja dann nicht mehr erwerben kann. Sagt man das so? Weil man es halt nicht mehr kaufen kann. Ja, und... Aber ich kaufe ja im Moment nicht mehr so viel. Also ich bin ganz stolz auf mich. Und ich habe ja mein Aufbrauchprojekt und das, finde ich, klappt auch sehr gut. Also ich verwende ganz oft nur noch die Sachen aus meinem kleinen Körbchen. Jo. Und das war es dann auch schon mit meiner kleinen Schminksammlung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann könnt ihr es gerne mit einem Daumen nach oben zeigen.
Und dann verlinke ich wie immer hier meinen Kanal zum kostenlosen Abonnieren und hier oben eins meiner letzten Videos und würde mich freuen, wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen. Tschüss!